Heiner, habe Kinder. Ja. Weißt du, ich wollte mit euch heute über was sprechen. Ja. Ihr lebt hier in einer Luxusgesellschaft. Ja. Ich rieche hier wirklich den Zucker in den Arsch geblasen. Ja. Und ihr wisst gar nicht, wie schwer wir es hatten. Wir hatten es so schwer. Wir hatten ja nichts. Ne? Also zum Beispiel meine Schwester, ne? Die musste die Bananen nach der Selbstbefriedigung wieder zurück auf den Obstteller legen. Ne? So arm waren wir. Und hier meine ostdeutschen Freunde, ne? Von deren da die Eltern sind, die hatten ja keine Bananen. Die mussten die mit der blanken Hand selbst befriedigen. Und ich wollte, dass ihr mal drüber nachdenkt. Und da habe ich jetzt eben ein schönes Beispiel. Ich hatte eigentlich was ganz anderes im Kopf. Ne? Ich wollte mich hier, kennt ihr diese Bilder hier im Saal? Achtung, Verwechslungsgefahr. Ne? Und ich hatte eben über Seitan gesprochen. Und ich denke, Seitan und Satan, das wird relativ oft verwechselt. Dann habe ich Bilder gesucht, Seitan, Satan und so. Bei Google kennt ihr Bilder suchen und so. Ne? Kannst du da, also kennt ihr? Also man kann also Wort eingeben und dann sucht Google das raus. Und dann kannst du sagen, nee, 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 nur Bilder. Dann zeigt er nur Bilder. Und dann kannst du da Tanzki Bilder. Und ich weiß auch nicht, ist irgendwie so eine scheiß Leitung. Ne? Not high connected. Ne? Und darum hat das Laden ziemlich lange gedauert. Ne? Und dann hab ich mich erinnert, ne, an früher. Und wie schön es war eigentlich, obwohl wir da nichts hatten. Ne? Sonst will ich euch jetzt auch zeigen. Und zwar, pass auf. Oh. Und zwar, das lädt einfach mega langsam. Ne? Und, also ich selbst, ich hatte Freunde, die waren älter als ich ganz klar, so 12 war, die hatten noch einen Akustikkopfhörer, die haben also ein Telefon auf so ein Ding gelegt und mit Mailboxen das gemacht und so. Aber war vor meiner Zeit. Ne? Ich kam so, wo die Turbo-Taste kam. Die Turbo-Taste, das war früher, gab es ja einen 386er, 486er, da haben sich die Leute schön verschuldet, 4.000, 5.000, 6.000 Mark, haben wir mal bezahlt. Der nach 2 Jahren schon so langsam ist, dass es nicht schön ist. Und die Leute waren sehr traurig. Und darum haben die in die PC damals Turbo-Tasten eingebaut. Und wenn man dachte, mein Gott, ist das langsam, dann konnte man die Turbo-Taste drücken. Das hat einem dann irgendwie geholfen, dachten die. Gut, jedenfalls, ich werde es euch jetzt mal zeigen. Also das kann man so sehen. Ja, komm. So, pass auf, da unten ist das Teufelsbild, no, was ich eben anklicken wollte. Und dann jetzt ist es weg. Ja, ich kurz schon wieder gucken. Jedenfalls ist da unten ist dieses Teufelsbild, no. Und also gleich mal nicht wundern, no, das ist eine Frau. No, also bei mir, ich bin total modern, bei mir ist der Satan einfach mal eine Frau. Ja, ich war verheiratet, alles, das könnte auch stimmen. Jedenfalls. Ich klicke das jetzt mal an. Ne? Und so, jetzt zeige ich euch das mal hier so. Ne? Pass auf, jetzt fängt der an zu laden. Ne? Ja. Habe ich doch. Ne? Genau, so. Und ja, so haben wir früher Pornos geguckt. Ne? Wir hatten ja nichts. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Ich hatte ja eben schon was geladen. Ne? Also jetzt die Geschwindigkeit, die jetzt so ist, so war das. Ne? Wir saßen dann da früher, wir waren ja jung. Ne? Ja, also uns spritzte der Saft quasi aus den Ohren raus und wir hatten ja nichts. Wir hatten wie im Osten als Mann nur die blanke Hand. Und mit Thermoskanne voll mit. So, genau, so ungefähr. Ne? Dann hast du geguckt hier, was weiß ich. Petit blond, keine Ahnung. Ne? Und dann hast du das angeklickt und ja, dann war das wie gerade. Dann musstest du warten. Ne? Ein bisschen länger, vielleicht so 30 Sekunden, das kann man so Stück für Stück kam es so. Ne? Und du so, oh, blond und petit und hässliches Gesicht. Ne? Und also da hast du ja dann noch Glück gehabt, weil das Gesicht kommt da zuerst, lädt von oben. Ne? Und manchmal dann wieder zurück, wieder in diese komische Liste. Also mir hat das mal einer erzählt, dass ich das so gemacht habe. In diese komische Liste rein, ne? Und dann wieder hier, was weiß ich, Grandma, jeder wie er will, ja, klick drauf geklickt, dann wieder, dann dauert das so 10 Sekunden, dann war die andere Seite offen und dann fing der an, dieses Bild zu laden. Ne?
Ja, meistens so 200 Kilobyte, ne? Oder vielleicht 180, 160, hat der gesagt, der mir das erzählt hat. Und ja, dann hat das gedauert, ne? Und während der Zeit hattest du ja quasi dein Leuchtschwert in der Hand, ja, und wolltest leuchten, ne? Also, wie gesagt, wenn du jetzt relativ schnell siehst, die Fresse passt nicht, da geht gar nichts weg, nächste, ja, aber manchmal passt ja auch was anderes nicht, ne? Ein Arsch wie eine rundgebaute Theke oder eine Kraterlandschaft wie vom Mond. So, ne? Und das war nicht leicht. Es war nicht leicht. Ja. Also, wir hatten ja nichts. Ah, genau, in dem Zusammenhang wollte ich noch was sagen. Und zwar, na, als ich so 10, 11, 12 war, vielleicht, na, 10, ne? Da hatten die großen Brüder von uns, da hatten die so C64er, ne? Mit Datasette, mit allem. Und wenn die nicht da waren, sind wir da auch dran gegangen. Ne? Aber wir hatten nichts. Das war nicht so wie heute. Wir konnten, die ganze Familie konnte sich nur einen Computer leisten. Ne? Und in der Zeit haben die immer ASCII-Pornos geguckt. Und weil wir die kleinen Brüder waren, haben wir natürlich auch ASCII-Pornos geguckt. Ne? ASCII-Porn hat den großen Vorteil, passt auf eine Diskette. Also, was passt denn immer? Ich glaube, was passt denn immer auf eine Diskette? 1,5 MB? Egal. So, und jetzt das wollte ich euch mal als nächstes zeigen. Das sind die. Also ASCII sind alle Zeichen, die man benutzen kann, wenn man zum Beispiel den Editor aufmacht. Alles, was so in Programmcode geschrieben wird, wird mit ASCII-Zeichen abgebildet. Das hat man ein paar Mal erweitert. Damals war das noch sehr wenig. Das waren eigentlich alle Sachen, die du auf der Tastatur sehen kannst. Mehr nicht. Und alle Tasten, die so mit Shift aufgerufen werden, die waren, glaube ich, schon nicht dabei. So. Also man hat IU1, und damit haben die dann Pornos gemacht. Ne? Also es war ein Revolution damals. Ja, die haben Erotik aus dem Nichts erschaffen. So, und das möchte ich auch noch kurz zeigen. Und zwar, jetzt gehe ich hier in meinen Browser. Ne? Browser nenne ich das. Das ist ein Internetprogramm. Oh, scheiße, ich muss das Tarnbild noch speichern müssen. Für meinen Witz. So. Was ist ein schöner Teufel, ne? Ja. Also ich jetzt noch, ich komme sowieso in die Hölle. Ich bin nämlich gebucht als DJ, ne? Ich mache ja Hardcore-Techno und das ist für normale Leute die Hölle, die absolute Hölle. Und ich soll dafür die normalen Leute spielen. Von daher, wenn also, ne, mich für die Bitch hier spiele, sie wird mich hassen. Gut, also so viel dazu. Der Teufel ist gespeichert. Der Teufelin. So, jetzt gehe ich mal ein. Dann gibst du hier oben, dann gibst du wieder was ein. Dann gibst du da ein. Wo waren wir? Da waren wir. ASCII Porn. ASCII wird mit 2 I geschrieben. Wegen I. Ekelhaft. So, dann gibst du mal ein. ASCII und Porn. Ne? Und das war noch vor den Zeiten, ich weiß nicht, irgendwann gab es mal so eine Zeit, da gab es einen Trick bei Google, als es dann Google gab irgendwann. Wenn du 3x eingibst, kommt Erotik. XXX, da kommt das her, ne? Oh. Das war schon unser Leck gewechselt. So, genau, ich wollte euch ja den ASCII-Porn zeigen. So, jetzt bin ich hier bei Google, ne? Google ist da, ne? Und jetzt habe ich eingegeben ASCII und Neuwort Porn. Ne? Ja, und dann kommt das schon. Dann kommt eine Seite, die heißt ASCII Porn. Ja. Ist natürlich hart, wenn Legastheniker ASCII Pornos schreiben. Ne? Vielleicht gibt es dann 3 Brüste oder so, wer weiß. Naja, egal. War nur so ein Gedanke. Also es gibt sogar einen Eintrag ASCII Porn bei Wikipedia, den könnt ihr euch ja, wenn mal selber angucken. Guck mal, hier ist die Seite ASCII Porn. So, die macht schon deutlich, wo die Reise hingeht. Geht aber. So eine Ferkelei. So. Ich klicke jetzt mal drauf. Ich muss ja einmal größer machen, damit ich alles. Guck mal, wir hatten ja nichts. Ne? Wir sind damals noch mit den bloßen Füßen gesurft, sozusagen. Und da ist auch, guck mal, da gibt es nämlich hier Vers. Siehst du da unten Vers?
Da wär's, yeah. Früher gab es überall wär's. Das war so geil, Alter. Die MP3 war auch noch schaffen. Aber hat mit wär's nichts zu tun. Ich sag euch nicht, was es ist, finde ich selber raus. Schau mal, spannend, illegal, Alter. Es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Es war scheißegal. So. Mach mal ein bisschen so. Ey Leute, ich will ASCII-Porn sehen. Was ist denn hier los? Es gibt also wie auf so modernen Portalen, hat mir der Typ erzählt, da gibt es also Kategorien, Alter, ne? Und das gibt es hier auch schon. Hier gibt es Pin-Ups, Unname, aber alles null. Manlove, Moorporn. Ach ja, selliges Ding. Ne? Oh, ich habe gestern wieder Pornos, nee, Pornos geguckt. Ich will die Porno gucken. So. Ich glaube, wir gehen auch mal. Das ist erstmal einfach zu blöd hier, ne? Ich weiß, oder ich mache wieder den Trick. Ich sag bei Google Bilder, ne? Genau, da sind wir doch. Ne? Oh, das da oben, das mache ich aber mal weg. Das ist ein bisschen sehr schmutzig. Ne? Hier, guck mal, hier ist sogar was. Was vom Land. Ne? Oh, süß. Guck mal, der Ziegenpeter. Ne? Mama, warum heißt der Ziegenpeter Ziegenpeter? Das erkläre ich dir später, mein Kind. Oh, so, ne? Also ist so, geht so erotisch, finde ich jetzt, ne? Und da gab es auch verschiedene Generationen, hat der Typ gesagt, ne? Also es gab so, also das fing das mal so an, ne? Kann man noch erinnern, ne? Auf dem Amiga, also es lädt ungefähr so lange, wie es damals auch gelernt hat. Ne? Auf dem, oh, guck mal, volle Erotik. Oh ja. Und ungefähr so mit der Grafik gab es auch für ein Atari, irgendwie so ein kleines, ich weiß nicht, ob es ein GIF war, also ein kleines animiertes Bildchen, das auf zwei, drei Disketten passte wahrscheinlich. Jens hat jedenfalls ewig geladen und wenn es dann fertig war, ne, da war noch so ein Pärchen am Strand, so mit dieser Grafik, ne, und dann ging, hat der immer diesen riesen Phallus in sie reingebohrt, aber immer nur so, dazu lief eine Musik, dann hielt das Bild an und dann guckte er so und sagte, oh, was ist denn da lecker? Und dann fing es von vorne an. Ja, ich habe schon erzählt, war damals so 10 oder 12. Das war wahrscheinlich das richtige Alter dafür. Ne? Aber das Spannende war auch, dass es überhaupt ging. So. Da, die muss wieder weg. Machen. Das ist wirklich grober Schmutz. Die müsst ihr selber rausfinden. Ne? Oh, guck mal, hier für Frauen gibt es auch romantische Sachen, ne? Frauenporno. Kommt jetzt, romantisch, Frauenporno. Hallo. Ah, Frauenporno, ah, ist klar, die brauchen länger. Bitte, zeige mir die Porno. Da. Süß, ne? Das war ein Frauenporno bestimmt, ne? Also, typisch jetzt mal. Ich kenne das ja gar nicht, ne? Hat mir der erste Typ. Ja. Und dann ging es weiter. Ne? Die Leute wurden natürlich immer geschickter. Ne? Guck mal, es gibt sogar einen Witz über ASCII-Porn. Ne? Den finde ich witzig, den habt ihr bestimmt gar nicht verstanden, wenn ihr den gesehen habt. Aber jetzt seid ihr im Thema. Ne? Guck mal hier, er lädt ihn. Also es ist wirklich genau wie früher, so war das früher. Schlocker, 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 schlocker. Ah ja, Gesicht ist gut. Ah ja. Schlocki, schlocki, schlock, schlocki, schlock. Schlocki, 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 schlock. Was ist das? Oh, die Brüste sind mir zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Hilfe, Hilfe, egal, jetzt muss es sein. Schlocki, schlock, schlocki, schlock. Das Bild ist da und sie ist hässlich. So eine Scheiße. Damit kann ich nicht in den Hafen der Liebe einlaufen. Achso, ich wollte euch den Witz sagen. Yeah. Das ist ein Mime, sagt man noch, ne? Witzige Mime, Mime. Meine Mama denkt, wenn ich Mime mache, das was schmutzig ist. Egal, so. Das ist aber ein seltenes Film. Mein Ding ist aber was Lustiges. So. Was ich euch noch zeigen wollte, ist zum Beispiel hier, ja. Hier geht es ja schon, wenn jetzt. Ne, jetzt lädt ihr wieder so. Ne? Also, es macht deutlich. Wenn jetzt das eine Bild, die Olle war zu hässlich, ne? Und dann klappt das nicht und so.
Und jetzt muss es wieder laden. Jetzt kommt das nächste. Schlocki-Schlock. Ah, da ist es schon. So, jetzt guck mal. Da sieht man ja schon richtig die Konturen. Da kann man schon richtig die Schönheiten der Lady. Komm, ich gehe mal ganz nah ran, damit ihr seht, dass das alles Satzzeichen sind. Kann man nicht sehen. Naja, kann man ja selber prüfen. Gibt ja so viele Verschwörungstheorien. Das ist alles gelogen. Alles gelogen. Die Theorien meine ich. Läuft alles super. Daumen hoch. So. Welche ist erschossen? Dann ziehe ich in das Flughafenzimmer, wo der Dingens ist. Der da die NASA war. Angeschissen hat. Der NASA-Skandal. Ich kenne mich aus. So. Ah, guck mal hier. Oh, Brüste. Oh. Also ich muss sagen, ich bin nicht gestillt worden. Mit Brüsten kann man mir jetzt nicht so viel Glück bereiten. Ne? Weiß nicht mehr. Die Damen, die da berührt werden. Aber von daher, ich würde mir kein Brustbild runterladen, wenn es 3 Minuten dauert. Da ist es. Das würde ich mir nicht runterladen. Nein, nein, nein. Das wäre albern. Die meisten Leute kriegen wahrscheinlich Hunger. Und merken es nicht und halten es für geil. Also. Aber es werden ja immer weniger Kinder gestillt. Ich verstehe gar nicht warum, dann waren sie doch still. Jetzt kriegen sie Pampe von Nestle und Schreikinder. Würde ich vielleicht auch schreien. So, hier ist noch was Tolles, ne? Komm mal in Grün. Oh. In Grün. Guck, oh. Weil die ersten Monitore, und da gab es so eine Zeit, ne? Da wo die Turbo-Taste total aktuell war, ne? Da waren viele Monitore noch grün. Ne? Also, die waren billiger, ne? Also gibt es natürlich auch ein grünes Popöchen. Jetzt zeige ich euch noch zwei, drei Sachen, dann müssen wir auch mal aufhören. Ne, ihr müsst arbeiten und ich muss an die Sonne. Puh. Puh. Hallo. Wenn ich noch was, was ich hier zeigen kann. Ich könnte es alles zeigen im Endeffekt. Das hier. Ja, muss noch wieder warten. Schlocki, Schlocki, Schlock. Schlocki, Schlock, Schlocki, Schlock. Yeah. Hallo, Schatzi. I sent you this picture. I made you with ASCII. Huh? You like it? I make you bigger tits than you have. Oh, I don't have to say that. Okay. Next one. Guck mal hier, das war so das Ende davon. Ne? Und dann ging es irgendwann los mit GIFs. Da war das Internet schnell genug, dass man animierte GIFs. Also hier. Ich habe es extra mal gemacht, weil ungefähr so war es. Ne? Es ist natürlich am Anfang jetzt das erste bewegte Bild im Internet. Hat schon sehr erregt, aufgeregt. Ne? Aber es ist halt immer nur. Ne? Und je länger das läuft, umso lustiger wird es eigentlich. Und das im falschen Moment das falsch. So. Kleine Details. So hier zum Beispiel. Ne? Jetzt habe ich irgendwas vergessen zu sagen. Aber das macht er nichts. Kann man ja zusammenschneiden. Guck mal hier. Oh yeah! Das ist eine Mischung. Ne? Und damit schließe ich dann vielleicht auch für das Thema. Das ist, boah. Eine Mischung aus animierten GIFs, ne? Und ASCII-Porn. Das war wirklich, denke ich mal, das glorreiche Ende vom ASCII-Porn. Guck mal hier mit der berühmten klassischen Szene. Ne? Ja, also man weiß ja eigentlich immer, wann ist der Film zu Ende, ne? Weil sie geht dann so, egal was sie gerade macht, egal wie erregt sie gerade war. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, fuck me, oh yeah, oh yeah. Also so Totalerregung und so, ne? Und trotzdem, wenn er hier klack klack macht, er haut ihn nur zweimal auf den Schenkel, dann geht sie in diese Stellung da, ne? Und
Den Appetizer. Ne? Ich weiß gar nicht, warum es immer bewiesen werden muss, dass der Typ gekommen ist. Mir wäre viel wichtiger, dass die Olle gekommen ist. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Da kann man zu stehen. Das ist auch so. Ne? Warum kann er nicht mal die Olle geil abgehen und kriegt einen Orgasmus so, dass sie gar nicht mehr aufstehen kann, ne? Hinterher von den Kontraktionen. Und wenn man das sehen würde, dann wäre da auch gut. Wäre doch ein tolles Ende. So, und dann kann er da mal Gentleman sein, ja? Und war Ascibor noch runterladen und dann selber fertig. Und sie salben und ölen. Also das war auch so ein Trick, ne? Aber es gab ja gar kein Smartphone. Man muss also gelogen sein. Ne? Aber hätte man machen können, wenn man jetzt hier so ein Pornobild runtergeladen hätte, ne? Und man hätte so gemacht mit dem anderen, dann hätte man selber so sein Porno drehen können. Ne? Aus Standbildern. Ne? Das probieren wir uns mal eben aus mit so einem alten Ding. Oh, das vielleicht habe ich ja was erfunden. Nicht wieder die Olle. War doch ein bisschen sehr. Panzer, wieso ist ein ASCII-Panzer dazwischen? Vielleicht nehmen wir mal den. Da ist er wieder. So, Schlocki Schlock, Warti Wart, Schlocki Schlock, Schlocki Wart, Schlocki, Schlocki Schlock, es kommt nicht mehr. Warte mal. Ja. So, und jetzt haben wir ja hier dieses, das Liebespaar vom Land, ne? So, wenn man jetzt so ich glaube, es hätte geklappt, ne? Weil erregt ist, dann guckt man ja eh nicht so genau hin, ne? Oh, das ist ja 20% Fantasie, man sieht ja Dinge, die gar nicht da sind, ne? Hat er erzählt. So, meine Freunde. Und das war's heute. Ne? Ah, ne, genau, das müssen wir noch mal so ein Schlusswort sagen. Und da möchte ich euch nochmal sagen: Genau. Ihr seht, da man den einfachsten Mitteln onanieren müssen. Ja? Und das hat auch geklappt. Also reißt euch mal ein bisschen zusammen.